Vama Shakasana ist die linke Beinstellung. Shaka heißt unter anderem Bein, Vama heißt links. In einigen Texten, zitiert von Garrote in seiner Encyclopedia of Traditional Asanas, wird die Stellung beschrieben und Garrote beschreibt die Stellung wie folgt. Platziere die linke Ferse an die Basis des rechten Oberschenkels. Bringe dabei die Zehen über die rechte Wade. Beuge das rechte Bein und bringe den rechten Fuß unter das linke Knie. Das ist Vama Shakasana, also die linke Beinstellung. Manchmal wird gesagt, Shakasana ist das gleiche wie Sukhasana. Und dann kann gesagt werden, Vama Shakasana ist das linke Bein unten, ist das linke Bein näher am Körper und deshalb Vama Shakasana. Und Dakshina Shakasana wäre das rechte Bein näher an dir. Garrote macht es etwas komplizierter, aber die einfachere Variation wäre Vama Shakasana Schneidersitz mit linkem Unterschenkel näher bei dir als der rechte.